Achim ist nicht da. Wo ist er? Wollte irgendjemand treffen. Hat er gesagt, wann er wiederkommt? Willst du auch ein? Schläft Lisa Marie schon? Speziell wieder den guten Onkel, der auf uns alle aufpasst. Hm? Willst du vielleicht auch ein bisschen auf mich aufpassen? Musste nicht. Achim hat sich um den Job gekümmert. Wenn das klappt, muss er sich auch deine Texte nicht mehr anhören. Hit the road, Jack. Schön, dass Sie es doch noch geschafft haben, Mädel. Sind doch noch 2 Stunden. Stimmt. Ich freue mich drauf. Bin noch nicht da? Mm-mm. Schade, dass er seine Distanz nicht aufgeben kann. Nicht mal an meinem Geburtstag. Drinks gehen auf mich. Mir hat er gesagt, er kommt. Ben? Was machst du hier? Wo warst du? Hast du wieder gezockt? Meine Sache. Ihr sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid, ne? Das ist meine Sache, sag mal, spinnst du? Ich riskiere meinen Hals, um deine verdammten Schulden zu begleichen. Ich hab nicht gezockt. Wo warst du dann? Das geht dir nichts an. Ich kann dich aus der Scheiße ziehen. Geht das nicht an deinem Schädel rein? Hat sich niemand drum gebeten. Scheiße. Kannst du nicht schlafen? Komm. Was hast du denn da gemacht? Hab ich mich gestoßen. Tut aber gar nicht weh. Wir kommen schon klar. Entschuldigung. Ich klär das heute Abend mit Godo endgültig.
muss dich einfach nur raushalten, okay? Die Liebe lang ließ ich sein und schlug mir aus dem Sinn ihren Freund aus der Zeit. Danke für die Einladung. Sie haben was verpasst. Damals hatten wir fast niemals Geld, diskutierten über Gott und Welt. Damals, als es mir beschissen ging, gab es liebe Freunde, wo kamen sie hin? Karl macht das richtig gut. Wo warst du? Ich hatte mein Handy vergessen, ich musste nochmal ins Präsidium. Kann ich ein Bier haben, bitte? Das hast du dir nicht im Büro geholt. Streit mit Achim. Er kriegt's einfach nicht hin. Du bist nicht für deinen Bruder verantwortlich. Ach nein, bin ich nicht. Von der Zeit, als es mir beschissen ging. Danke, Hede. Ja, jetzt ist es auch dann gleich kurz vor 12 und ich darf meinen letzten Gast für heute Abend begrüßen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie den Weg zu uns noch gefunden haben, Lietz. Der war wirklich enttäuscht, dass du nicht da warst. Gott, wie rührend. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry cars are singing. Deine Kollegen haben ja richtige Goldkirchen. Aber bist du bescheuert, hier einfach aufzutauchen? Du, wir waren bei mir verabredet. Was machst du? Du gehst erstmal feiern, oder was? So geht das nicht. So macht man keine Geschäfte, Ben. Morgen früh, 8.30 Uhr. Warum interessierst du dich für den Typen? Er ist ein Freund. Dem geht's momentan nicht so gut. Kannst du dir ja denken, oder? Das war das letzte Mal. Wenn du jemals wieder mit meinem Bruder Geschäfte machst, dann leg ich dich um. Nein, das ist ja nicht so dramatisch. Alter. Die Schuldscheine. Okay. Ich kann auch nichts dafür, weil mein Bruder mir wieder Scheiße baut. Hallo. Ein Kollege wird uns beide begleiten. Ebenfalls mit einer Schusswaffe, Herr Runge. Tschüss. Um 10 Uhr ist der Termin bei der Staatsanwaltschaft. Vorher hat der Untersuchungsrichter noch einen Zwischenstopp genehmigt.
Ihr Gefühl hat sie nicht getäuscht. Wie lange schon? 8. Woche. Man kann das Herz schon schlagen sehen. Wachstum und Entwicklung völlig normal. Sie sollten Ihrem Arbeitgeber bald Bescheid sagen. Kriminalbeamtin. Dann werden Sie die nächsten paar Monate wohl Innendienst schieben müssen. Ich habe keine Ahnung. Morgen. Morgen. Ist es wieder schlimmer mit dem Bein? Stein will mit uns sprechen. Er hat ein Problem. Hat wieder jemanden von der JVA am Apparat. Schon das zweite Mal heute Morgen. Hat einer von euch meinen Rechner benutzt, um auf deren Sicherheitsbestimmungen und Dienstpläne zuzugreifen? Um wie viel Uhr war denn dieser Zugriff? 21.38 Uhr bis 21.39 Uhr. Morgen. Alles Gute zum Geburtstag. Das war gestern. Die Party ist vorbei, Stein. Wenn es was Dienstliches zu besprechen gibt, dann möchte ich das gerne wissen. Müssen Sie echt die ganze Zeit dabei sein, wenn ich meine Frau treffe? Auch wenn es intim wird? Sie haben doch gesagt, Sie kennen das Prozedere. Ja, klar, sicher. Ich hätte nichts dagegen. Also. Frau Runge? Dietz hat sich wohl etwas verausgabt gestern. Oder wie? Diese Sache mit Steins Computer, was war da los? Ein inoffizieller Zugriff auf eine externe Datenbank. Wir prüfen das. Wir haben Notruf reinbekommen. Schießerei in der Altstadt. Wir haben eine Schießerei in der Altstadt. Mindestens ein Toter. Fährstraße 6. Benjamin? Wo steckst du? Ich bin in der Nähe, ich übernehme das.
Und was haben wir? Die Besitzerin lebt, aber drin liegt ein Toter, ihr Kollege. Er hat auf uns gewartet. Er trug eine Maske. Er hat überhaupt nicht gezögert. Thorsten wollte mir helfen und ich konnte nichts tun. Vielleicht war es ein Überfall und Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Nein. Der hat da drinnen gewartet. Der wollte uns. Er hat sofort geschossen. Ich konnte nichts tun. Zwei Tote. Der andere liegt am Hinterausgang. Vermutlich Einzeltäter, maskiert. Hat sofort das Feuer eröffnet. Fluchtweg wahrscheinlich auch über den Hinterausgang. Die beiden Zeugen stehen unter Schock. Die eine ist die Besitzerin des Ladens. Raub fällt wohl aus. Vielleicht Crystal Meth. Jedenfalls nichts, was man in so einem Laden hier erwarten würde. Der Tatvorgang, die unangetastete volle Kasse und die Aussagen der beiden überlebenden Frauen sprechen gegen eine eskalierte Raubsituation und für einen geplanten Mord. Anwohnerbefragung und Fahndung laufen. Was wissen wir von den beiden Toten? Ein Kollege von der Drogenfahndung, Thorsten Graber, und ein Häftling namens Walter Runge wurde in diesem Frühjahr zu 4,5 Jahren Haft verurteilt wegen organisierten Drogenhandels. Wahrscheinlich war er das Ziel. Warum glauben Sie das? Das Café gehört seiner Frau und wir haben das hier in der Kasse gefunden. Die KTU hat die Substanz identifiziert mit Amphetamin oder auch Crystal Meth. Wir durchleuchten Runges Vorgeschichte, checken die JVA-Besucherlisten, sprechen mit Mithäftlingen und seiner Frau, die zugleich auch Tatzeuge ist. Ja, entschuldigen Sie, aber dieser Anruf beantwortet vielleicht einige unserer Fragen. Was ist los? Gehen Sie an die Arbeit. Ich kümmere mich um Runges Besucher in der JVA und seine Mithäftlinge. Noch jemand? Ich fahre in die Klinik und versuche aus Runges Frau ein paar brauchbare Infos rauszukriegen. Kannst du mir mal sagen, warum du so durch den Wind bist? Hat das was mit Achim zu tun? Mit Achim ist alles okay. Ich habe später ein Gespräch mit Maya. Wir sollten vorher reden. Lass mich die Witwe befragen und danach reden wir, okay? Machst du bitte die Tür zu? Das sind alle Kollegen, die laut Chipkartenlog gestern nach 21 Uhr im Präsidium waren und den JVA-Server unbefugt angezapft haben könnten. Du stehst auch drauf. Interessanter ist, wer nicht draufsteht, nämlich Ben. Ich habe ihn ja gestern gesehen, Nina, gegen 9:30. Warum hat er sich mit seiner Chipkarte nicht eingeloggt? Er hat nur sein Handy geholt, dazu braucht er nicht einzuchecken. Okay. Es war nur sein Handy, Karl. Ja, wahrscheinlich. Deshalb bleibt Bens Visite erstmal unter uns. Richtig? Sie hat starke Beruhigungsmittel bekommen. 5 Minuten. Ja.
Er lässt es zu, dass wir Böses tun. Aber wenn einer bereut, dann stürzt er ihn ins Verderben. Er hat um Vergebung gebetet. Wollte alles der Polizei sagen, was er weiß. Ihr Mann wollte mit uns reden? Gott vergisst keine Sünde. Da kannst du machen, was du willst. Am Ende lässt er dich für deine Sünden büßen. Was wollt ihr Mann der Polizei erzählen? Hat er den Namen Godo erwähnt? Er ist hinter dir. Er wartet auf dich. Wo ist Godo? Deine Kollegen haben ihn vor 10 Minuten abgeholt. Wenn du was damit zu tun hast, bekommst du Probleme. Was wollen die von ihm? Sag du es mir. Du bist hier der Bulle. Gunther Dorfmann, genannt Godo. Und für Sie bitte Herr Dorfmann, ja? 43 Jahre alt, vorbestraft wegen Hehlerei, unerlaubten Glücksspiel und Anstiftung zur Körperverletzung. Schau, was läuft hier? Haben Sie mich aus meiner Spielhalle geholt, damit Sie mir meine Vita vorlesen können? Sie kennen Walter Runge. Wir wissen, dass Sie ihn vor 2 Wochen im Gefängnis besucht haben. Gibt es irgendein Problem? Ja. Ben, du musst herkommen. Clara, was soll das jetzt? Bitte, Ben, Achim ist zurück. Der ist total zugedröhnt. Der macht mir Angst. Ich kann nicht. Du musst das alleine kriegen. Bitte, du musst herkommen. Er hat Lisa Marie geschlagen. Okay, bin gleich da. Mann! Wir haben früher in den 90ern haben wir ein paar Sachen zusammen gemacht. Und das Ende vom Lied ist, er macht immer noch diese Drogendinger. Und ich bin Geschäftsmann geworden. Kredit- und Wettgeschäfte. Ja, so unterschiedlich ganz gerne im Leben, ne? Worüber haben Sie gesprochen? Sorry, aber das ist Privatsache. Sorry, aber das ist nicht richtig. Walter Runge ist heute Morgen erschossen worden. Und wir wüssten gerne, warum. Also, worüber haben Sie bei Ihrem Besuch im Gefängnis gesprochen? Er hat mich angerufen, weil ihm langweilig war. Und dann bin ich halt hingefahren und wir haben über alles Mögliche geredet. Über das Wetter draußen, über den Sex unter der Dusche, all so ein Scheiß halt, was man so redet. Wo ist er? Oben. Fängst du jetzt mit derselben Scheiße an wie unser Vater? Wieso schlägst du deine Tochter? Was soll das? Ich habe Lisa Marie nicht geschlagen. Okay, das mit Lisa Marie, das war gelogen. Aber sonst wärst du ja nicht gekommen. Scheiße, Clara. Ihr beide geht mir sowas von auf die Nerven. Guck ihn doch mal an! Guck, seit er hier ist, hat er angefangen, die Sachen zu packen und ist total durch den Wind. Merkst du nicht, dass ich Angst habe? Wo willst du hin, Achim? Ich habe einen Job. Aber nicht hier. Sondern? Großbaustelle, freie Unterkunft und 4.000 Euro für 6 Wochen. Die Familie darf ich auch mitbringen. Warum hast du das nicht einfach gesagt? Hast ja nie gefragt. Dann kommen wir hier mal raus. Wirklich. Clara, können wir mal für eine Minute allein sein, bitte? Wo ist denn diese fantastische Baustelle? Lass mich in Ruhe. Warum willst du abholen, Achim? Dieser scheiß Gude und seine Leute, die kennen meine Adresse. Ich muss hier weg. Ich hab das gestern erklärt. Gude hat mir all deine Schuldscheine gegeben. Du bist raus, die wollen nichts mehr von dir.
Die lassen mich nicht mehr los. Was meinst du? Was soll das? Ich kann einfach nicht mehr. Du musst dich zusammenreißen. Die kleine Clara, du hast doch was Besseres verdient als die ganze Scheiße hier. Ich will mich auch um meine Familie kümmern. Dann mach es doch auch! Ich habe so eine scheiß Angst, dass ich es versaut habe. Es ist noch nicht zu spät. Ich leite eine Spielhalle. Ich kann Ihnen sofort 5 Spieler nennen, die mich gesehen haben. Also kann ich jetzt gehen? Natürlich. Sobald Sie die Namen aufgeschrieben haben. Ich kenne die doch nicht mit vollen Namen, Mann. Sie wollen doch hier so schnell wie möglich raus, oder? Ich komm gleich wieder, ja? Als du den Mord erwähnt hast, war es ein echter Schock für ihn. Und er hat gar nicht nachgefragt, wollte keine Details wissen. Ist doch komisch, oder? Vielleicht will er sich bloß nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Dieser nächtliche Zugriff auf den JVA-Server. Warum erfahre ich da nichts davon? Ich habe das doch heute Morgen angesprochen. Sie haben mir aber nicht gesagt, dass es der JVA-Server war. Stein und ich sind an der Sache dran. Wenn wir Ergebnisse haben, erfahren Sie es als Erster. Sie halten das für einen Scherz, ja? Im Justizministerium lacht keiner. Die sind außer sich. Runge war ein wichtiger Zeuge, der heute den Staatsanwalt treffen sollte. Zeuge in welcher Angelegenheit? Merken Sie denn nicht, wie das hier aussieht? Der Verdacht steht im Raum, dass Runge von hier aus ans Messer geliefert wurde. Aber nehmen Sie es nur ruhig weiter auf die leichte Schulter. Das tut dir keiner, Herr Meier. Wir haben eine Liste aller Kollegen, die gestern Abend anwesend waren. Die arbeiten wir natürlich ab. Wo ist diese Liste? Soll ich mit Ben über diese Serversache reden? Ich mach das. Ich komme heute Abend wieder, okay? Bis dahin bleibst du zu Hause und kümmerst dich um deine Familie. Was sag ich denn, Clara? Die denkt doch, ich hab einen Job. Keine Ahnung. Sag ihr, der fängt später an oder du musst noch ein paar Sachen klären. Benny. Danke. Die Adressen fehlen noch. Das sind Spieler, die bringt man nicht nach Hause, ja? Dann schreiben Sie daneben, was Ihnen zu den Personen einfällt. Er hat angeordnet, dass dieser Mann vorgeladen und befragt wird. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Morolf, von der Drogenfahndung. Dorfmann hat den ermordeten Häftling wiederholt im Gefängnis besucht, also überprüfen wir ihn. Die Vernehmung muss beendet werden, sofort. Und stellen Sie bitte alle Mikrofone in dem Raum ab. Ja? Vielen Dank für Ihre Mühe, Frau Petersen. Morolf, Drogenfahndung, ab jetzt übernehme ich. Das sollten Sie vielleicht erstmal mit meinem Chef klären. Habe ich schon. Wenn ich bitten darf. Was soll das? In ein paar Minuten gibt es eine große Runde. Warum stellt ihr den Ton aus? Morolf besteht darauf. Was läuft denn hier? Die Spielhalle ist Umschlagplatz für Methamphetamine und andere Designerdrogen. Dadurch gerät Dorfmann ins Visier der Drogenfahndung. Dorfmann ist Morolfs Informant? Ich würde es sehr begrüßen, wenn diese Erkenntnis vorerst unter uns bliebe. Ja.
war das? Gunther Dorfmann, Spielhallenbesitzer und ein Bekannter von dem ermordeten Häftling. Kennst du ihn? Was hat er ausgesagt? Ich musste das Verhör abbrechen. Wie sich herausgestellt hat, ist Dorfmann Informant der Drogenfahndung. Und der tote Häftling hat mit der Justiz zusammengearbeitet. Ja, Runges Frau hat sowas angedeutet. Das war wahrscheinlich sein Todesurteil. Ja. Derjenige, der sich gestern Abend in den JVA-Server eingeloggt hat, der hatte alle nötigen Informationen über Runges Deal mit der Staatsanwaltschaft und die Station seiner Ausführung. Der musste sie nur an den Mörder weitergeben. Was siehst du mich so an? Du warst doch gestern Abend hier, gegen 9:30. Was soll das? Vielleicht hast du was beobachtet? Nee, ich bin nur kurz hoch mein Handy holen. Aber als du es hattest, hast du mich trotzdem nicht zurückgerufen. Weil ich bei Achim war, das hab ich dir doch gesagt. Schön, dass wir auch da sind, Lietz. Dann kann die große Runde ja beginnen. Ihr Fall hängt zusammen mit einem Drogenring, der bei uns unter dem Codenamen Bernstein läuft. Wir handeln mit Methamphetamin, das in Polen und Tschechien hergestellt wird. Sind Drogen das einzige Geschäftsfeld? Ja. Aber auf das Konto der Bande gehen auch mehrere Morde. Wir haben extrem straforganisierte Vertriebswege und gehen konsequent gegen jede Schwachpunkte im System vor. Deshalb sind sie fast unangreifbar. Trotz aller Bemühungen sind bislang nur Randfiguren ins Netz gegangen. Walter Runge war bereit, sein Schweigen zu brechen. Er war das erste Mitglied von Bernstein, das wir soweit hatten. Er versprach uns Einblicke in die Logistik und die Hierarchie der Bande. Und er wollte uns den Klarnamen des Geschäftsführers nennen. Deshalb wurde Runge ausgeschaltet. Wir sind seit fast 2 Jahren an dem Mann dran und wissen nichts über ihn. Außer seinen Decknamen. Viktor. Und was war jetzt noch falsch? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, der Kollege Mörder war falsch. Er kommt schon. Sehr lustig. Alles klar, dann sag ich dir alles. Okay, alles klar. Tschüss. Komm, Lisa. Wir sind mal wieder fahren los. Es haben sich ein paar Sachen ergeben. Viktor will dich sehen. Aber hier, die beiden können ruhig fahren. Na hier, wo wollt ihr denn hin? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe noch was zu klären. Aber Ben hat auch gesagt, es ist vorbei. Ja, ist ja richtig. Ja, und wenn der Ben das sagt, dann ist das auch vorbei. Fahr schon mal. Okay. Ich komm nach. Warten wir in deiner Wohnung auf Viktor. Tschüss. Was hast du eigentlich deinem Bruder erzählt, hm? Ben dem Bullen? Gar nichts, hat keine Ahnung. Und wenn das so ist, warum zitterst du dann so? Ich habe alles gemacht, was Viktor gesagt hat. Jetzt will ich mit meiner Familie ein bisschen weg. Erholung. Wie verabredet. Und deine Frau? Was weiß die? Hast du ihr irgendwas erzählt? Verdammt, Achim. Du hast dich verquatscht. Doch, du hast dich bei ihr verquatscht. Du hast ihr gesagt, dass du jetzt wieder im Geschäft bist, dass du endlich Geld verdienst und wem du das zu verdanken hast. Die weiß nicht, ehrlich. Es war der Wunsch der Staatsanwaltschaft, den eingeweihten Personenkreis so klein wie möglich zu halten. Was ja offenbar nicht geklappt hat. Runges Deal mit dem Staatsanwalt ist trotzdem durchgesickert. Runges Frau wusste auch über den Deal Bescheid. Vielleicht hat sie mit den Falschen darüber gesprochen. Wir sollten sie noch mal vernehmen. Was wolltest du mir denn sagen? Ich liebe dich. Warum kommst du jetzt damit? Ich meine, wir stehen gerade ziemlich unter Druck. Ich weiß. Und dir geht's ja nicht erst seit heute so.
Was hat Dorfmann in der Vernehmung gesagt? Und dieser Morolf, was hat der über mich erzählt? Was sollen die über dich erzählen, Benjamin? Was du auch schon die ganze Zeit denkst. Dass die Info zur Runges Ausführung von mir kam. Godo und seine Leute hatten Achim in der Hand. Achim hatte Schulden. Sie haben ihm und seiner Familie damit gedroht, was anzutun. Erst habe ich alles vorgestreckt, bis mein ganzes Geld weg war, alles, was ich hatte. Und dann habe ich mit Infos gezahlt. Nichts Tolles. Das war nicht das erste Mal? Dorfmann wollte nur ab und an wissen, ob gegen seine Läden was läuft. Mich verarscht nehme. Und die haben noch irgendwas gegen Achim in der Hand. Ich muss rauskriegen, was da los ist. Aber wie wollen wir das anstellen? Nicht wir, ich mach das. Du bleibst hier. Je weiter du von mir weg bist, umso besser für dich. Halt mir den Rücken frei, nur für ein paar Stunden. Es geht nicht nur um mich. Ich mach das für meine Familie. Natürlich. Es sind Fotos, Max. Die besagen erstmal gar nichts. Da kann es noch ganz andere Erklärungen dafür geben. Dafür, dass ein Kommissar private Kontakte zu einem Mann im Drogenmilieu pflegt, ohne zu wissen, dass es sich um einen Informanten handelt. Auf die Erklärung bin ich gespannt. Was sagt denn dieser Dorfmann dazu? Er behauptet, dass es um den Bruder von Lietz ging und dessen Spielsucht. Verstehe. Aber du glaubst ihm nicht. Deinem eigenen Informanten. Wahrscheinlich stimmt es sogar, dass der Bruder immer wieder Spielschulden macht, die Lietz dann begleicht. Die Frage ist nur, mit welchem Geld. Oder ob er was anderes zum Tausch anbietet. Das traue ich Lietz nicht zu. War gestern Abend hier? Er war laut Liste nicht eingeloggt. Bemerkenswert war sein Ablenkungsmanöver eben in der großen Runde. Ziemlich clever, uns Frau Runge als undichte Stelle anzubieten. Wenn Lietz das Leck ist, wofür wir überhaupt keine Beweise haben. Trotzdem sollten wir rausfinden, was er gerade macht. Dieses verdammte Scheißzeug verkauft. Und du hast mich benutzt, um deinen Knastfreund in die Falle zu locken. Das ist doch Schwachsinn. Walter braucht ein bisschen Stoff, damit er im Knast was zu tauschen hat. Und von dir wollte ich nur wissen, ob er in dieses Café gehen kann, damit ich ihm da ein Päckchen hinterlassen kann. Verstehst du? Mehr war nicht. Du arbeitest mit der Drogenfahndung zusammen. Was hast du denn erzählt über mich? Was? Ich bin bescheuert, oder was? Mann! Und dieser Victor, wer ist das? Was weiß der von mir? Verdammtes Maul! Das bist du doch nicht Scheiß selber! Hörst du mich? Irgendwo, oder was? Nimm das weg! Ja, ich mache mit Victors Leuten mache ich manchmal Geschäfte. Die lagern ihr Zeuge bei mir zwischen und ich kriege halt meinen Anteil. Ich schwöre, das ist alles. Victor wusste von der Ausführung heute. Woher? Er kennt ja Walter auch noch von früher.
Und er hat mich als Freund gefragt und ich habe ihm halt geantwortet. Ich wusste doch nicht, dass er den gleich abknallen lässt. Und wer ist dieser Victor? Wo finde ich den? Ben, setz dich hin und lass uns... Keine Scheiße, wo finde ich den? Okay, also, ich weiß nicht seinen richtigen Namen und ich weiß auch nicht, wo der wohnt, aber... Sag mal, bist du irre oder was? Ich war doch gar nicht fertig, verdammte Scheiße, Mann! Irgendwann hat mir mal einer erzählt, dass er hier auf Rügen wohnt, in der Nähe von Witto. Wenn du mehr wissen willst, dann frag doch einfach mal deinen Bruder. Wieso mein Bruder? Du, so wie die am Spieltisch zusammengesessen haben, also ich würde sagen, das war ein bisschen wie Vater und Sohn, ja. Mit alles, was du über den Victor weißt. Was der mit meinem Bruder zu tun hat. Sag es! Alles! Weißt du eigentlich, dass Morolf früher unter Meier in der Internen gearbeitet hat? Jetzt weiß ich es. Ja, ich meine ja. Wenn du einen konkreten Verdacht hast, dann red nicht um den heißen Brei rum. Du bist ja wirklich ganz schön angefressen. Tut mir leid. Wenn du irgendwas weißt, sollten wir drüber reden. Ich bin schwanger, Karl. Er weiß es noch nicht. Niemand weiß es. Scheiße. Peterson? Ich möchte, dass Sie zu Frau Runge fahren und Ihre Aussage aufnehmen. Benjamin ist bereits hingefahren. Zur Kenntnis genommen. Sie fahren trotzdem hin. Und sollten Sie Leeds tatsächlich dort antreffen, dann schicken Sie ihn sofort zu mir. Gibt es etwas, das wir wissen sollten? Ich hoffe, Sie erkennen eine Warnung, wenn Sie sie hören. Keine gemeinsamen Ermittlungen mit Leeds. Morolf wird Sie begleiten. Hede leitet die Ermittlungen von hier aus. Sie können mir das auch direkt sagen, Herr Meier. Ich bin hier. Leiter der Ermittlung. Es wäre ja an der Zeit, dass Meier meine Führungsqualitäten erkennt, aber so wie er klingt, fürchte ich, hat er was gegen Ben in der Hand. Er hat es mir gesagt, Karl, dass er das war mit dem JVA-Server. Er hat Infos weitergegeben, um seinen Bruder zu schützen. Scheiße. Ein Wagen steht hier. Schön für ihn. Zeigen Sie mir mal, dass Frauen mit Humor auch gute Autofahrerinnen sind. Gerne, wenn Sie mir zeigen, dass Typen mit Macho-Sprüchen auch gute Polizisten sind. Stationsschwester kann sich an den Kollegen Lietz erinnern. Allerdings nur an seinen Besuch heute Vormittag. Seitdem hat sie ihn hier nicht mehr gesehen. Sie wirken nicht überrascht? Er wird seine Gründe haben. Gar nicht neugierig, diese Gründe zu erfahren. Ich bin neugieriger als Sie. Rufen Sie ihn an. Bitte. Ja, Nina? Benjamin, wo bist du? Verstehe. Ich hätte den Besuch bei Frau Runge auch verschoben, solange sie noch sediert ist. Oh, Scheiße. Ihr seid im Krankenhaus. Ja,
Kollege Morolf und ich konnten auch nicht mit ihr sprechen. Nina, ich brauche noch Zeit. Achim weiß etwas über Viktor. Das hat zumindest Godo gesagt. Okay. Ich habe Angst, dass Achim damit drin hängt. Verstehst du? In der JVA sind noch Befragungen offen. Dann treffen wir uns da. Gute Idee. Schick Morolf ins Gefängnis. Wir sehen uns bei Achim. Ich brauche dich. Ja. Jetzt ist zur JVA unterwegs? Ja, wenn Sie mit ihm sprechen wollen, sollten Sie auch hinfahren. Vielleicht ist jetzt der richtige Moment, zu entscheiden, auf welcher Seite Sie stehen, Frau Petersen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen was. Im Präsidium heute Morgen waren die beiden sehr bemüht, ihre Bekanntschaft zu verbergen. Es ist Ihnen auch aufgefallen, richtig? Gibt einem schon zu denken, oder? Glauben Sie bitte nicht, dass ich etwas gegen Ihren Kollegen persönlich habe. Er interessiert mich nur, wenn er mit Viktor oder mit Bernstein paktiert. Sie kennen Benjamin Lietz schon lange. Sie kennen seine Schwachpunkte. Sie haben Ihre Beobachtung gemacht und Ihre Schlüsse daraus gezogen. Von allem, was Ihr Chef erzählt, wissen Sie sehr genau, wann jemand die Linie überschreitet und abrutscht. Warum fragen Sie nicht Dorfmann? Der ist doch Ihr Informant. Machen wir das jetzt. Ich wusste gar nicht, dass ich mitkomme. Das ist Ihr Wagen und Ihr Freund. Der Informant ist anscheinend nicht da. Kaum zu glauben, wie unvorsichtig Kriminelle heutzutage sind. Sieht aus, als ob er gefoltert wurde. Und das sind Polizeihandfesseln. Sagen Sie mir, was Sie denken. Ich weiß, was Sie denken. Und Sie liegen falsch. Lietz steckt in dieser Sache mit drin und er hatte Angst, dass Godo ihn verraten könnte. Für mich ist das ein gutes Motiv. Wenn Benjamin das hier getan hätte, dann hätte er wohl nicht seine Handfesseln als Beweis dagelassen. Ich verständige die Kollegen. Dorfmann ist tot. Morolf ruft gerade Verstärkung. Wo bist du? Ich habe damit nichts zu tun. Ich will einfach nur, dass dir nichts passiert. Lass uns später hin, okay? Was machst du hier, Ben? Sorry, kann ich dir nicht sagen. Um mich vor Schwierigkeiten zu bewahren? Oder warum? Ich habe keine Zeit für sowas. Du weißt, dass du in der Scheiße steckst. Das Schlimme ist, es überrascht mich nicht. Ich tue das hier nicht für mich, Karl. Es geht um meinen Bruder. Das macht es nicht besser. Du musst dich stellen, Ben. Wenn du es nicht für dich tust, mach es für Nina. Nina ist auf meiner Seite. Und jetzt geh mir bitte aus dem Weg. Du musst mit Nina reden. Ich werde nicht zulassen, dass du sie mit in den Abgrund reißt. Bevor das passiert, gehe ich dazwischen. Das muss dir klar sein, Ben. Ist mir klar. Ein Anwohner hat gesehen, wie jemand in der Nähe des Kiosks etwas in einen Müllcontainer geworfen hat und dann weggerannt ist. Die Kollegen haben eine Waffe sichergestellt.
Spricht nicht für einen Profikiller. Was ist denn mit Benjamin los? Warum ist denn der so rausgestürmt? Wir haben ein neues Mordopfer. Dorfmann. Dorfmann wurde mit Polizeifesseln in seinem Wohnwagen fixiert, bevor er exekutiert wurde. Wo ist Lietz? Das ist doch absurd. Wo ist Lietz verdammt nochmal? Er war eben hier. Wohin er wollte, weiß ich nicht. Die wollten ihn einfach so entsorgen. Wie Abfall. Benjamin. Dafür wird Victor bezahlen. Das schwöre ich dir. Es ist vorbei. Gib mir deine Waffe. Victor hat Achim gekannt. Ich muss wissen, warum er ihn umgebracht hat. Ich will diesen Victor. Du weißt selbst, dass es so nicht funktioniert. Du bist Polizist. Richtiger Polizist gibt keine Interne weiter. Und schiebt doch nicht Verdächtigen irgendwelche Scheißbeweise runter. Wem hast du was untergeschoben? Der verdammten Kriegdealer. Der Typ war ein widerliches Schwein. Die Beweise haben nicht gereicht. Die ganze Scheiße ist eine Ewigkeit her. Es hat nicht erst mit Achim Schulden angefangen. Der Typ hat sich in seiner Zelle aufgehängt. Das war's. Wie hätte ich der Achim meine Hilfe verweigern können? Es ging ja nur um ein kleines bisschen Verrat. Kein Problem, für einen Bullen ist sowieso Beweise manipuliert. Nein, bitte, das ist absurd. Deshalb weiß ich auch, dass ich am Arsch bin. Deshalb habe ich auch kein Problem, mit Victor zu eliminieren. Du weißt doch nicht mal, wo du ihn suchen sollst. Doch. Gut hat mir erzählt, dass er auf Rügen wohnt. In der Nähe von Vito. Guru hat dir vielleicht irgendwas erzählt, damit du ihn in Ruhe lässt. Ich werde ihn finden.
habe die Fotos von Morris Laptop abfotografiert. Drei Mitglieder von Bernstein, die in der Nähe von Witto wohnen. Ich wollte sie Achim zeigen, damit er Victor identifiziert. Jetzt klappe ich die drei halt selber ab. Und wenn sie alles abstreiten? Willst du dann alle drei erschießen? Ich kann dich nicht gehen lassen. Weil du immer noch an mich glaubst. Nina, wir spielen in unterschiedlichen Klassen. Weil ich schwanger bin. Und weil ich möchte, dass das Kind seinen Vater kennenlernt. Nicht als Grabstein und nicht im Gefängnis. Ich möchte, dass es vorbei ist. Überlass Victor den anderen. Wir haben auch so genug zu klären. Ja, Karl. Wir haben die Waffe gefunden, mit der Runge und der Kollege von der Drogenfahndung ermordet worden. Die Fingerabdrücke darauf stammen von Achim Lietz. Bens Bruder hat den Anschlag durchgeführt. Wo bist du, Nina? Bei Achim. Er ist tot. Erschossen in seiner Wohnung. Meyer will, dass Ben reinkommt. Sofort. Ich sag's ihm, wenn ich ihn sehe. Die Kollegen sind schon auf dem Weg zu dir. Eigentlich sollten sie Achim holen, aber ich sage jetzt auch der Spurensicherung Bescheid. Die sind schon auf dem Weg hierher. Warum? Wollten Achim zu Dorfmann befragen. Was hat Karl noch gesagt? Maya will dich sehen. Sofort. Okay. Aber vorher muss ich zu Clara und der Kleinen. Sie sollen von mir erfahren, dass Achim nicht mehr lebt. Ich komme mit. Du musst rausgehen, wer Victor ist. Einer von den drei Typen, die bei Vito wohnen, muss es sein. Vielleicht nützt es mir später noch was, dass ich dir den entscheidenden Tipp gegeben habe. Benjamin. Ich hole Achims Familie. Und dann stelle ich mich. Das verspreche ich dir. Was ist, wenn er erfährt, was sein Bruder getan hat? Ich kann es ihm nicht sagen, Karl. Ich habe ihm von dem Kind erzählt. Wir müssen Maya alles sagen. Thank you.
Kommst du? Kommst du? Was machst du denn hier? Ja, komm mal her. Na. Guck mal, was ich gesammelt habe. Toll. Willst du noch ein paar mehr sammeln? Ja. Dann mach mal. Eure Nachbarn haben mir gesagt, wo ich euch finde. Ach, und hast du gedacht, ich fahre mal nach Binz, um meinem Bruder und seiner Familie auf die Nerven zu gehen, oder? Achim ist nicht da. Ich weiß. Ich bin hier, weil ihr zurückkommen müsst. Tut mir leid. Aber wieso? Wir sind gerade erst angekommen. Setz dich mal. Lietz hat ihnen doch versprochen, dass er nach dem Besuch bei seiner Schwägerin direkt hierher kommt. Dann hat er sie noch nicht gefunden. Warum nimmt er dann keinen Anruf an? Er wird kommen, darauf können Sie sich verlassen. Sei Sie doch nicht so naiv, Petersen. Sie kennen ihn doch besser als ich. Eben. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Lietz nicht doch auf eigene Rechnung arbeitet. Was meinen Sie? Hede. Wenn Ben erfährt, dass sein Bruder gemordet hat. Wahrscheinlich im Auftrag von Viktor. Dann weiß ja keiner, wie er reagieren wird. Tut mir leid, Nina, aber das ist meine Meinung. Max, du fährst sofort los und holst Lietz hierher. Dann fahr ich mit. Nein, Sie bleiben hier und überprüfen die Viktor-Spur. Haben die drei Männer alle durchleuchtet? Mehrfach. Dann durchleuchtet Petersen eben alles nochmal. Ich glaube, auch Innendienst ist das Beste, Nina. Unter den gegebenen Umständen. Was soll denn das heißen? Er glaubt, dass er mich schützen muss. Weil ich schwanger bin. Gratulation, Petersen. Entschuldige wegen eben. Aber Maya muss das wissen. Ja, das ist alles, was ich über die gefunden habe. Jemand an einem Bootsverleiher auf Rügen interessiert? Peter Schumacher, 63 Jahre, Vorsitzender im Imkerverein Nordrügen. Wow. Da hat meine Oma ja mehr kriminelle Energie. Verdacht auf Beihilfe zur Hehlerei, weil er Bernstein von 1999 bis 2004 seine Boote überlassen hat, mit denen die Bande Drogen von Polen nach Deutschland schmuggeln konnte. Sag ich doch, echt kriminell. Kandidat Nummer 2, Dirk Leonhard. Moment. Vor 7 Jahren wurde das polizeiliche Führungszeugnis von Schumacher überprüft. Er hat mehrfach einen Klaus Weigert im Gefängnis besucht. Und das ist jetzt wichtig? Klaus Weigert, 32, wurde wegen Crackhandel zu 4,5 Jahren Haft verurteilt, saß aber nur ein halbes Jahr im Bau, weil er sich dann umgebracht hat. Wie ist er gestorben? Hat er sich aufgehängt? Woher weiß denn das? Schau nach, wer in dem Fall ermittelt hat. Es war Benjamin, oder?
weißt du? Benjamin hat vor Jahren einem Dealer Beweise untergeschoben. Und der hat sich im Gefängnis aufgehängt. Das war wahrscheinlich dieser Klaus Weigert. Das kann kein Zufall sein, die Verbindung zu Benjamin. Du musst mal ja klar machen, dass wir alle drei vor Ort überprüfen müssen. Mit SEK. Ich spreche mit Meier, ohne Bens Geschichte zu erwähnen. Sie möchten? Sind noch andere Personen im Haus? Meine Frau ist noch hinten im Garten. Was ist denn los? Entschuldigen Sie unser Auftreten, aber wir sind auf der Suche nach einem Straftäter. Hier? Bei uns? In Vito? Ja, hier in Vito. Es tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Aber hier sind nur meine Frau und ich. Haben Sie trotzdem einen Moment? Ja. Sie kannten einen Klaus Weigert? Sie haben ihn mehrfach im Gefängnis besucht. Warum? Familie ist etwas Großartiges. Nichts kann uns so sehr erheben. In den nächsten Sekunden uns so das Herz zerreißen. Das Gefühl kennen Sie nicht, wenn Sie keine Kinder haben. Klaus Weigert war Ihr Sohn? Sind Sie hergekommen, um alte Wunden wieder aufzureißen? Oder wollen Sie sich entschuldigen? Nach all den Jahren. Weil unser Sohn aufgrund gefälschter Beweise verurteilt worden ist. Wer soll das getan haben? Haben Sie einen Namen? Monika, geh wieder nach hinten, ja? Ich komme gleich nach. Nach dem Tod unseres Jungen hat es bei ihr angefangen. Depression, ja, vielleicht. Sie hat den Verstand verloren. Sie hat es nicht ertragen. Und Sie fragen mich, ob ich den Namen des Menschen weiß, der unseren Sohn in den Tod getrieben hat. Lietz. Benjamin Lietz. Ich bin unbewaffnet. Ich brauche einen Arzt.
weißt, wer ich bin. Leeds, der Bulle? Nein, das bin ich nicht mehr. Mann, ich muss ins Krankenhaus. Wer bin ich? Weiß ich doch nicht. Mann, was willst du überhaupt von mir? Ich bin der Bruder von Achim. Und du? Du hast Achim getötet. Warum? Wo sind denn hier die anderen Bullen? Hier gibt's nur mich und dich. Aber wenn du nicht reden willst, dann nicht. Ich will ja reden, aber vor Zeugen. Also nicht. Viktor wollte das mit Achim. Der Bruder von Herrn Leeds wurde heute ermordet. Wir haben ihn erschossen in seiner Wohnung gefunden. Ach ja? Achim Leeds, kannten Sie ihn? Ja. Und ich mochte ihn. Wir haben manchmal am selben Spieltisch gesessen und über unsere Familien geplaudert. Achim war einer, der sich danach gesehnt hat, respektiert zu werden. Das Leid war, rumkommandiert zu werden. Vor allem von seinem jüngeren Bruder. Er suchte Liebe. Anerkennung. Er suchte einen Freund. Und eine Aufgabe. Was meinen Sie mit Aufgabe? Jeder Mensch hat eine Aufgabe, damit sein Leben einen Sinn bekommt. Er hat einen Auftrag für Viktor angenommen. Er wusste, wer Viktor ist. Deshalb. Was für ein Auftrag? Er sollte Runge am Café in Empfang nehmen, mitnehmen oder liquidieren, je nach Situation. Warum hat Viktor ausgerechnet meinen Bruder ausgesucht? Warum? Weil er dich kannte, deshalb. Wer ist dieser Viktor? Wenn ich das sage, kann ich mir selbst die Kugel geben. Wenn du es nicht sagst, dann gebe ich sie dir. Wer? Wer? Peter Schumacher. Er wohnt oben in Wittow. Achims Frau und seine kleine Tochter. Sollten die auch sterben? Leeds! Geben Sie mir Ihre Waffe. Geben Sie mir Ihre Waffe. Dann klemmen wir alles.
Für so dumm hätte ich sie nicht gehalten. Was ist Ihre Aufgabe, Herr Schumacher? Bitte? Ihre Lebensaufgabe? Meine Frau. Sie will in dem Haus bleiben, in dem sie ihr Kind großgezogen hat. Ich musste ihr versprechen, dass wir für immer hier wohnen bleiben. Gunther Dorfmann war Informant der Drogenfahndung. Walter Runge wollte vor der Staatsanwaltschaft auspacken und Achim Lietz war ihr Werkzeug. Wenn einer von den dreien geredet hätte, hätten sie ihr Versprechen nicht halten können. Meine Aufgabe ist es, meiner Frau das Leben in diesem Haus zu ermöglichen. Das werde ich niemals aufs Spiel setzen. Das ist alles, was Sie von mir hören werden. Haben Sie Ihrer Frau sonst noch was versprochen, um Ihre Depression zu lindern? Nein. Aber wenn das, was mit Achim Lietz heute passiert ist, seinem Bruder das Herz zerreißt, dann wäre das sehr schön. Ich danke Ihnen für Ihre Ehrlichkeit. Ich werde dafür sorgen, dass Sie Ihre Lebensaufgabe nicht zu Ende führen können. Danke. Ben ist zur Fahndung ausgeschrieben. Er hat einen Mike Gerber erschossen und Marolf mit einer Waffe bedroht. Er will, dass wir zurückkommen. Er glaubt nicht mehr, dass Ben dir die richtigen Hinweise für die Suche nach Viktor gegeben hat. Wir sollen die Fahndung nach Viktor Morolfs Kollegen überlassen. Das ist Viktor. Warum nehmen wir ihn nicht fest, wenn du dir so sicher bist? Warte, ich helfe dir. Auf dem Rückweg. Dann machen Sie noch einen Zwischenstopp in der Polizeistation von Sassnitz. Dort hat Lietz die Frau und die Tochter seines Bruders abgegeben. Und Ben? Verschwunden. Handy hat er ausgeschaltet, Ortung ist nicht möglich. Das heißt nichts Gutes, wenn Sie mich fragen. Wir melden uns. Sag den Kollegen Bescheid, wir fahren zurück. Stellen Sie das Bild zurück. Ich habe mit Ihrem Besuch gerechnet. Aber was macht das schon?
Sie haben keine Beweise. Ich brauche keine Beweise. Ach ja, richtig. Sie entscheiden ja selbst, herrlich, wer verurteilt wird und wer nicht. Also, worauf warten Sie noch? Auf eine Erklärung. Wir müssen Schumacher in Schutzhaft nehmen, solange wir nicht wissen, wo Benjamin Dietz ist. Dein Bruder hat gewusst, dass du die Informationen über Runges Ausführungen besorgt hast. Deswegen wollte er es tun. Ich habe das verstanden. Manchmal spielt uns das Schicksal mehr in die Hände, als wir zu hoffen wagten. Victor. Ich weiß. Und du wusstest, dass wir keine Beweise haben. Deshalb hast du es auf deine Art gemacht. Wo ist denn Hina? Okay. Ja. Ja, danke für die Information. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, ja? Petersen wird durchkommen. Sie habt großes Glück gehabt. Und das Kind? Darf Ben zu ihr? Muss erst die Haftprüfung hinter sich bringen. Er hat das alles für seine Familie getan. Ja, man hört nicht auf, es Korruption zu nennen, nur weil die Motive nachvollziehbar sind. Ich werde seine Rolle bei Victors Festnahme hervorheben. Vielleicht hilft das ja was. Ich will jetzt nicht herzlos erscheinen, Hede, aber Dietz wird ganz sicherlich nicht zurückkommen.
Petersen ist auf unbestimmte Zeit krankgeschrieben. Und der letzte Mohikaner in Ihrer Abteilung ist ein Krüppel. Verstehe, Sie denken an Verstärkung. Würde ich auch tun. Was halten Sie von Morolf? Außer, dass er gegen meinen besten Freund ermittelt, früher unter Ihnen in der Internen gearbeitet hat und ewig unter dem Verdacht stehen wird, Ihr ganz persönlicher Spion zu sein. Da sind wir uns ja einig. Ich werde ihm sagen, dass faire Kollegen ihn hier erwarten. Das Angebot kann er nicht ausschlagen. Und Sie sollten sich endlich mal wieder aufs Ohr legen. Zu Hause. In Ihrem eigenen Bett. Big Brother is watching you, Hidde. Arschloch. Der große ZDF-Dreiteiler. Vollverstärkung vorhin und Schnapp in der. Entklagt. Achim ist nicht da. Wo ist er? Wollt ihr irgendjemand treffen? Hat er gesagt, wann er wiederkommt? Willst du auch ein? Schläft Lisa Marie schon? Spielst du hier wieder den guten Onkel, der auf uns alle aufpasst, hm? Willst du vielleicht auch ein bisschen auf mich aufpassen? Musst du nicht. Achim hat sich um den Job gekümmert. Wenn das klappt, muss er sich auch deine Texte nicht mehr anhören. Hit the road, Jack. Schön, dass Sie es doch noch geschafft haben, Mädel. Sind doch noch 2 Stunden. Stimmt. Ich freue mich drauf. Ben noch nicht da? Mm-mm. Schade, dass er seine Distanz nicht aufgeben kann. Nicht mal an meinem Geburtstag. Drinks gehen auf mich. Mir hat er gesagt, er kommt. Ben? Was machst du hier? Wo warst du?
Hast du wieder gezockt? Meine Sache. Ihr sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid, ne? Das ist meine Sache, sag mal, spinnst du? Ich riskiere meinen Hals, um deine verdammten Schulden zu begleichen. Ich hab nicht gezockt. Wo warst du dann? Das geht dir nichts an. Ich kann dich aus der Scheiße ziehen. Geht das nicht an deinem Schädel rein? Hat sich niemand drum gebeten? Scheiße. Ja? Kannst du nicht schlafen? Komm. Was hast du denn da gemacht? Hab ich mich gestoßen. Tut aber gar nicht weh. Wir kommen schon klar. Entschuldigung. Ich klär das heute Abend mit Godo endgültig. Du musst dich einfach noch raushalten, okay? Die Liebe lang. Ließ ich sein und schlug mir aus dem Sinn jeden Freund aus der Zeit. Danke für die Einladung. Sie haben was verpasst. Damals hatten wir fast niemals Geld, diskutierten über Gott und Welt. Damals, als es mir beschissen ging, gab es liebe Freunde, wo kamen sie hin? Was heute zählt. Karl macht das richtig gut. Wo warst du? Ich hatte mein Handy vergessen. Ich musste noch mal ins Präsidium. Kann ich ein Bier haben, bitte? Das hast du dir nicht im Büro geholt. Streit mit Achim. Er kriegt's einfach nicht hin. Du bist nicht für deinen Bruder verantwortlich. Ach nein, bin ich nicht. Von der Zeit, als es mir beschissen geht. Danke, Ede. Ja, jetzt ist es auch dann gleich kurz vor 12 und ich darf meinen letzten Gast für heute Abend begrüßen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie den Weg zu uns noch gefunden haben, Lietz. Er war wirklich enttäuscht, dass du nicht da warst. Gott, wie früher. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Deine Kollegen haben ja richtige Goldkirchen. Aber bist du bescheuert, hier einfach aufzutauchen? Du, wir waren bei mir verabredet. Was machst du? Du gehst jetzt mal feiern, oder was? So geht das nicht. So macht man keine Geschäfte, Ben. Morgen früh, 8.30 Uhr. Warum interessierst du dich für den Typen? Er ist ein Freund. Und dem geht's momentan nicht so gut. Kannst du dir ja denken, oder? Das war das letzte Mal. Wenn du jemals wieder mit meinem Bruder Geschäfte machst, dann leg ich dich um. Nein, das ist ja nicht so dramatisch. Alter. Die Schuldscheine. Okay. Ich kann auch nichts dafür, weil mein Bruder mir wieder Scheiße baut.
Hallo. Ein Kollege wird uns beide begleiten. Ebenfalls mit einer Schusswaffe, Herr Runge. Tschüss. Um 10 Uhr ist der Termin bei der Staatsanwaltschaft. Vorher hat der Untersuchungsrichter noch einen Zwischenstopp genehmigt. Ihr Gefühl hat sie nicht getäuscht. Wie lange schon? 8. Woche. Man kann das Herz schon schlagen sehen. Wachstum und Entwicklung völlig normal. Sie sollte ihrem Arbeitgeber bald Bescheid sagen. Kriminalbeamtin. Dann werden Sie die nächsten paar Monate wohl Innendienst schieben müssen. Ich habe keine Ahnung. Morgen. Morgen. Ist es wieder schlimmer mit dem Bein? Stein will mit uns sprechen. Er hat ein Problem. Wieder jemanden von der JVA am Apparat. Schon das 2. Mal heute Morgen. Hat einer von euch meinen Rechner benutzt, um auf deren Sicherheitsbestimmungen und Dienstpläne zuzugreifen? Um wie viel Uhr war denn dieser Zugriff? 21.38 Uhr bis 21.39 Uhr. Morgen. Alles Gute zum Geburtstag. Das war gestern. Die Party ist vorbei, Stein. Wenn es was Dienstliches zu besprechen gibt, dann möchte ich das gerne wissen. Müssen Sie echt die ganze Zeit dabei sein, wenn ich meine Frau treffe? Auch wenn es intim wird? Sie haben doch gesagt, Sie kennen das Prozedere. Ja, klar, sicher. Ich hätte nichts dagegen. Also. Frau Runge?
Lietz hat sich wohl etwas verausgabt gestern. Oder wie? Diese Sache mit Steins Computer, was war da los? Ein inoffizieller Zugriff auf eine externe Datenbank. Wir prüfen das. Wir haben Notruf reinbekommen. Schießerei in der Altstadt. Wir haben eine Schießerei in der Altstadt. Mindestens ein Toter. Fährstraße 6. Benjamin? Wo steckst du? Ich bin in der Nähe. Ich übernehme das. Und was haben wir? Die Dritte drin lebt, aber drin liegt ein Toter, ihr Kollege. Er hat auf uns gewartet. Er trug eine Maske. Er hat überhaupt nicht gezögert. Thorsten wollte mir helfen und ich konnte nichts tun. Vielleicht war es ein Überfall und Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Nein. Der hat da drinnen gewartet. Der wollte uns... Er hat sofort geschossen. Ich konnte nichts tun. Zwei Tote. Der andere liegt am Hinterausgang. Vermutlich Einzeltäter, maskiert. Sofort das Feuer eröffnet. Fluchtweg wahrscheinlich auch über den Hinterausgang. Die beiden Zeugen stehen unter Schock. Der eine ist die Besitzerin des Ladens. Raub fällt wohl aus. Vielleicht Crystal Meth. Jedenfalls nichts, was man in so einem Laden hier erwarten würde. Der Tatvorgang, die unangetastete volle Kasse und die Aussagen der beiden überlebenden Frauen sprechen gegen eine eskalierte Raubsituation und für einen geplanten Mord. Anwohnerbefragung und Fahndung laufen. Was wissen wir von den beiden Toten? Ein Kollege von der Drogenfahndung, Thorsten Graber, und ein Häftling namens Walter Runge wurde in diesem Frühjahr zu 4,5 Jahren Haft verurteilt wegen organisierten Drogenhandels. Wahrscheinlich war er das Ziel. Warum glauben Sie das? Das Café gehört seiner Frau und wir haben das hier in der Kasse gefunden. Die KTU hat die Substanz identifiziert, Methamphetamin oder auch Crystal Meth. Wir durchleuchten Runges Vorgeschichte, checken die JVA-Besucherlisten, sprechen mit Mithäftlingen und seiner Frau, die zugleich auch Tatzeuge ist. Ja, entschuldigen Sie, aber dieser Anruf beantwortet vielleicht einige unserer Fragen. Was ist los? Gehen Sie an die Arbeit. Ich kümmere mich um Runges Besucher in der JVA und seine Mithäftlinge. Noch jemand? Ich fahre in die Klinik und versuche aus Runges Frau ein paar brauchbare Infos rauszukriegen. Du kannst
Kannst du mir mal sagen, warum du so durch den Wind bist? Hat das was mit Achim zu tun? Mit Achim ist alles okay. Ich habe später ein Gespräch mit Maya. Wir sollten vorher reden. Lass mich die Witwe befragen und danach reden wir, okay?